Aber der großen Trommel gibt es natürlich Unterschiede in puncto Material, Tragesysteme, Schlegel. Ich möchte euch zwei große Trommeln zeigen. Die eine ist da links von mir. Die hängen wir mit diesem Tragegestell um. Das ist sehr angenehm zum Tragen, weil man das Gewicht wirklich auf beiden Schultern hat. Die Trommel hat wirklich ein Gewicht. Ist ein 26 Zoll, klingt sehr, sehr wummig. Hat allerdings den Nachteil eben, dass sie eher auf der schwachen Seite ist. Und die zweite, was ich da mit habe, das ist eine super Trommel, die kannst du mit dem kleinen Finger aufheben. Das ist eine Carbon-Trommel. Wiegt so um die 4 Kilo, also irrsinnig leicht, klingt hervorragend und eignet sich auch besonders für längere Marschierereien, für längere Züge, wo ich lang gehen muss. Bei den Tragesystemen würde ich empfehlen, was zu nehmen, wo das Gewicht auf beide Schultern verteilt ist. Entweder so einen Kreuzgurt, ja, den ich über beide Schultern drüber habe. Oder, was auch sehr interessant ist, ist so eine Art Hosenträgergurt, den ich da hinten umlege. Ja, und die Trommel mit diesen zwei Karabinern befestigt. Ich habe das Gewicht auf beiden Schultern, ich bin hinten ein bisschen stabilisiert beim Tragen. Sehr, sehr angenehm zum Marschieren. Und bei den Schlägeln, es ist wie überall eine Geschmackssache. Es gibt Schlägel mit Filzüberzug. Es gibt Schlägel mit Lederüberzug, klingt natürlich etwas wummiger, etwas lauter. Es gibt längere, es gibt kürzere, wie immer. Jeder hat so seine Vorzüge, jeder hat so seine Prioritäten, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Am besten ist, wenn man sich unsicher ist, probiert es aus. Fahrt in ein Musikhaus, testet es und findet das für euch ideale und optimale Marschiergerät.